Spielehersteller Wargaming hat für sein kommendes Militärspiel World of Warships die geschlossene Beta-Phase gestartet. In dieser können ausgewählte Spieler das Game auf Herz und Nieren testen. Dass Free-to-Play-Games eine entscheidende Rolle in der Gamer-Szene spielen können, beweist Wargaming bereits mit World of Tanks. Das MMOG mit Panzerschlachten und viel Taktik ist im E-Sport fest angesiedelt. Dort finden regelmäßig Turniere um hohe Preisgelder statt. Nachdem Wargaming 2013 mit World of Warplanes ihr zweites Multiplayer-Online-Spiel veröffentlichten, steht nun also World of Warships in der Vorbereitung. In der geschlossenen Beta finden wir vom Spielsystem her viel Gewohntes der Vorgänger. Verschiedene Schiffsklassen der einzelnen Tierstufen erforschen wir mit erspielter Erfahrung. Wie auch bei den Vorgängern kann man sein Kriegsfahrzeug mit verschiedenen Modulen verbessern und die Besatzung selbst wählen. Während man in World of Tanks je nach Panzer 2 bis 7 Soldaten im Boliden hat, gibt es in World of Warships aktuell nur den Kapitän. Dieser wiederum kann mit Fertigkeiten trainiert werden. Ist ein Schiff nun komplett erforscht, erreicht dieses den Elite-Status. Dieser ermöglicht es, mehr Credits und umtauschbare Erfahrung zu erspielen. Wie bei World of Tanks und World of Warplanes wird wieder eine mögliche Premium-Mitgliedschaft zur Veröffentlichung des Spiels vorhanden sein. Diese ermöglicht es, gegen einen monatlichen Betrag unter anderem mehr Erfahrung und Credits in den einzelnen Gefechten zu erspielen. Ob World of Warships genauso erfolgreich sein wird wie World of Tanks, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar. Klar ist aber, dass viele Fans der Wargaming-Spiele es kaum erwarten können, sich endlich in die Seeschlachten zu stürzen.